Ja, hier möchte ich einen kurzen Exkurs machen zum Thema. Nachdem wir dieses Mysterienwissen angeschaut haben, wie glaubhaft ist die Evolutionstheorie? Denn die wird uns heute so aufgedrängt, immer mit der Schlussfolgerung, ihr seid Tiere. Ich habe das schon in anderen Vorträgen ausführlich dargelegt, warum uns das denn so aufgedrängt wird. Um es zusammenzufassen, denn es bestätigt sich immer mehr, der Mensch soll glauben, dass er ein Tier ist, vor allem die junge Generation, denn wenn die junge Generation das glaubt, dann wird sie sich nicht wehren, das zu akzeptieren, was wir schon bei den Tieren längst akzeptieren, nämlich, dass wir gechippt werden. Denn solange wir Zugang zu unserer natürlichen Intuition haben, spüren wir, das geht zu weit, das ist nicht gut. Und ganz altmodische Leute denken sogar noch an die Bibel, so mit dem Zeichen auf der Hand oder auf der Stirn und so. Oder? Aber je mehr sich diese Theorie verbreitet, umso mehr wird das andere nicht mehr ernst genommen, lächerlich gemacht.